Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu unserem Big Farm Projekt und zwar Folge 51. Muss mich allerdings hier an der Stelle auch gleich mal ein bisschen entschuldigen. Ich habe jetzt gesehen, dass wir schon einige Zeit hier gar keine Folge mehr produziert haben. Hier auf unserem wunderschönen Big Farm Projekt auf Neubartelzhagen. Ihr seht es, der Messe ist unterwegs. Und er bringt hier unsere Gülle bzw. unsere Gärreste aus der BGH aus. BGA. Biogasanlage, so ist es richtig. Und zwar haben wir ja die letzte Zeit jede Menge Silage verarbeitet und diese hat uns natürlich jetzt richtig Geld reingespült. Ihr seht 261.000. Wir sind sozusagen wieder ein bisschen handlungsfähig hier auf dieser Map und haben natürlich jetzt auch jede Menge Material, das wir auf die Felder ausbringen können, um hier schon mal ein bisschen vorzudüngen. Das werde ich hier auf diesem Feld tun und das werde ich hier da drüben auf unserem gehäckselten Maisfeld tun. Wir müssen parallel da drüben aber dieses Feld und deswegen springen wir mal hier auf den Hof und ich denke, wir nehmen den Kollegen, da sind wir schon hier richtig gewesen. Wir müssen ein bisschen Unkraut bekämpfen, es hilft nichts. Da holen wir unsere John Deere Spritze, die ist da links. So. Und ihr seht es, beziehungsweise ihr seht, dass es hier nicht allzu viel getan hat. Ich werde mit Sicherheit hier noch eine Halle hinstellen. Aber wir machen uns mal Gedanken bei Gelegenheit, wie wir hier den Hof dann umbauen. Denn ich bin jetzt auch nicht ganz so glücklich, zum Beispiel hier mit dem Fermentersilo und mit der Multifruchtstation und mit der BGA. Also da bin ich fast am Überlegen, ob wir vielleicht, wenn wir da oben noch ein Feld kaufen oder dieses Feld kaufen, hier dann irgendwo woanders diese Geräte hinstellen. Denn das Fermentersilo, das funktioniert zwar jetzt einigermaßen mit dem Helfer, aber es gibt mit Sicherheit bessere Positionen, um damit zu arbeiten. So, was wir dann auch gleich noch machen werden, ist auf jeden Fall hier unser Silo leer. Das hat jetzt richtig gut funktioniert. Ach du Schande, es fängt an zu schneien. Das hat jetzt hier richtig gut funktioniert, hier mit den Förderbändern und das werden wir dann auch so beibehalten. Jo. Das werden wir dann auch so beibehalten und werden jetzt auch gleich dann das Silo, denke ich, leer machen. Aber zuerst, wie gesagt, müssen wir hier unser Feld spritzen, denn da ist Unkraut drauf. So, okay, der Kollege, da zieht seine Bahnen. So, was spricht der? Herpizitis hilft nicht, da müssen wir mit der Spritze ran. So, lass mich mal überlegen. Ja, fahren wir einmal so rum. Ach so, Shitte, Augenblick mal. Fruchtzerstörung, ne? Nee, keine. Ist das vom Wachstum noch nicht so hoch, dass es kaputt geht? Aber wir haben ja Fruchtzerstörung an, oder? Saisonal, Schnee, Fruchtzerstörung ist an, Pflügen notwendig. Okay, nö, Unkraut, passt schon. Okay, dann brauchen wir gar keine Pflegebereifung. So, Dele. Dann denke ich, können wir den Kollegen jetzt hier so loslassen. Schalten mal ein. Und wir haben ja Spot Spray. Es funktioniert sehr gut. Das heißt, er spritzt auch nur wirklich an den Stellen. Sensoren erkennen also das Unkraut und dann wird auch nur punktuell dort gespritzt, wo sich das Unkraut auch befindet. Das hilft natürlich dem Boden, das hilft natürlich den Getreidepflanzen und es hilft natürlich unserem Geldbeutel, weil wir dann deutlich weniger Herbizid benötigen. So, hier haben wir jetzt eine größere Insel. Da kommt natürlich jetzt ein bisschen mehr Material raus aus der Spritze. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt im Dezember. Das heißt, wir werden uns dann auch langsam um den Verkauf unserer Güter kümmern müssen.
unserer Erträge. So, da haben wir ein Grasfeld. Da drüben haben wir ja das Feld auf der linken Seite. Da wollen wir ja dann im nächsten Jahr Kartoffeln anpflanzen für unsere Schweinchen. Also das heißt hauptsächlich als Futter. Rechts bin ich noch überlegen, was wir da machen. Schauen wir einfach mal dann im März. Und die anderen Felder ist eigentlich auch wieder soweit klar. Wir werden natürlich wieder Mais ansehen. Wir werden natürlich auch wieder Sonnenblumen ansehen. Hier haben wir ja, glaube ich, schon eine Getreidefrucht drauf. So, und jetzt müssen wir hier unten auf jeden Fall ein Vorgewende fahren. Weil sonst bekommt er hier Probleme beim Wenden. Ja. Was zum einen ein Segen ist, kann auch ruckzuck ein Fluch werden. Ist natürlich klar, mit der Spannweite hier muss man natürlich dann schon ein bisschen aufpassen. Ups. So, dann hat er auch so eine Speziallenkung irgendwie. Ich komme damit gar nicht so richtig zurecht. Das Ding schwänzelt aber auch immer. So, dann wieder einschalten. Ah, jetzt sieht man wunderschön, wie hier diese Spot-Spray-Technologie arbeitet. Und es schneit. So, was zeigt uns denn wirklich eigentlich die Wetterkarte? Oh, minus 1. Minus 1 Grad. Ja, wie gesagt, also das war jetzt die letzte Zeit ein bisschen dem Thema geschuldet, da wir ja jetzt ein Livestream-Projekt hier bei mir auf dem Kanal haben. Dienstags und freitags 20.30 Uhr gibt es die Galgenberg 2.0 und zwar die Map Food Plus mit der modifizierten Tierfütterung bei mir, die Map vom Yogi in der 2.0-Version. Und das ist eine richtig ganz, ganz tolle Map, die auch, ich muss ehrlich sagen, ein bisschen auch, ich habe ja auch mal auf der Schwäbischen Alb gelebt und mich auch ein bisschen natürlich daran erinnert. Und aber die Map selber ist einfach ganz, ganz toll, hat ein paar Spezialfeatures auf dem Hof, die da eingebaut wurden, wie eine Heutrocknung, wie eben auch schon von vornherein eine Produktion. Da haben wir auf dem Hof, auf dem Starthof, auch schon eine Produktion für Käse und Butter. Das heißt, wir können gleich unsere Milch, die wir dort produzieren, in einem speziellen Kuhstall, auch der richtig toll angepasst ist, können wir dort gleich verkaufen. Und das war jetzt ein bisschen der Grund, warum jetzt natürlich hier ein paar Folgen, ja, ich sage mal, ausgesetzt haben. Aber jetzt wollen wir natürlich hier auch wieder schauen, dass wir hier in unserem Big Farm Projekt richtig vorwärts kommen. Ihr seht es ja, wir müssen ja noch ein bisschen auch malen, aber dazu brauchen wir eben halt auch Geld für unsere Feldränder und unsere Feldwege und so weiter. Und wir wollen natürlich den Hof auch irgendwie langsam ja, vergrößern. Noch sind wir ein bisschen darauf angewiesen, dass wir natürlich auf die anderen Hofelemente hier auf der Map zugreifen. Aber das soll sich ja dann auf Dauer nicht so darstellen, sondern wir wollen dann auf jeden Fall hier noch zwei große Felder kaufen und dann werden wir hier noch auch Produktionen und Ähnliches unterbringen. So, und jetzt sind wir hier, glaube ich, gerade ein bisschen an dem Unkraut vorbeigefahren. Das hat jetzt nicht ganz so gepasst. Ja, dachte ich es mir. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Karte uns zeigt. Hier. Okay, jetzt ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, das spielt dann auch keine Rolle. So, das Wichtigste, das Gröbste haben wir. Wie weit sind wir denn eigentlich hier mit dem Düngen? Okay, der ist jetzt hier. Ich denke, wir werden auch nur bis hierher düngen, den Rest eben nicht. Dann haben wir wieder, wie es so schön heißt, immer so ein bisschen vorgedüngt. So, da sehen wir auch den Kollegen, wie er kommt. Genau, so. Also ich denke, die Tankfüllung sollte reichen hier. Yep, er fährt richtig rum. Sehr schön. Dann könnten wir ja in der Zwischenzeit mit dem hier mal wieder unsere BGA füllen. Wartet mal, ich glaube, ja. So, was haben wir denn eigentlich hier rumliegen? Ach, Dünger, okay, Dünger.
So, dann bringen wir nämlich die BGA zum Laufen. Wir haben auch noch jede Menge Ballen. Häckselgut-Ballen haben wir ja auch gemacht mit dem Göwal stationären Ballenwickler. Aber die sind erst so bei 66%. Also das heißt, da haben wir dann Material noch für den... Na, was ist denn los? Machen wir zu weit. Jetzt haben wir dich. Da haben wir dann noch Material dann auf jeden Fall für den Januar oder Februar, was wir dann einwerfen können. So, und Blick. Ah, es geht schon los. Okay, halt. Es geht schon los. Lief denn die ganze Zeit schon das Ding? Also was auf jeden Fall anscheinend cool ist, wir müssen, glaube ich, hier nicht mehr zurückfahren. Ach nee, das war der Rest in dem... Ja, ja, okay. Also wir müssen das Ding natürlich anwerfen. So, dazu schmeiße ich nochmal kurz die Hilfe an. Das Hilfefenster. Förderband aufklappen, Förderband einschalten. Okay. Ach, den Motor müssen wir auch noch starten. So, dann fahren wir mal ein kleines bisschen zurück. Hat er doch ein Problem, dass er das nicht macht? Förderband anschalten. Jetzt geht's los. Okay. Ja klar, wir können natürlich das Förderband nicht einschalten, wenn der Motor nicht an ist. Ne? Macht Sinn. So, jetzt stehen wir wieder falsch. Okay. So, das Förderband ist zwar nicht das schnellste, aber es liefert uns kontinuierlich Material. Das macht es natürlich einfacher. So, jetzt aber. Und was ich gut finde, das war früher glaube ich nicht so, ist dann jetzt doch hier die Reichweite. Ne? Der holt jetzt hier aus dem ganzen Silo, holt er das Material. Sehr schön, da hatten wir über 350.000 Liter drin. So, ich gehe schon mal rüber und werfe die BGA schon mal an, damit auch wirklich das Material, was drin ist, schon mal verarbeitet wird. Ich glaube, es müsste noch was drin sein. Ja. So, Mini-Biogasanlage, Silage und Start bitte. So, die Gärreste sind auch schon wieder fast leer. 85.000 Liter. Gut. So, da haben wir da also ordentlich jetzt hier Material. Dann schauen wir doch, wenn wir gerade hier sind, auch kurz zu den Tierchen rein. Okay, da müssen wir dann bei Gelegenheit mal wieder Wasser. Stroh haben wir genügend. Milch produzieren sie schon. Das sind die Tierchen hier direkt am Hof. Und wir haben ja gesagt, dass wir die Tiere hier produzieren lassen, beziehungsweise sich reproduzieren lassen. Und dann holen wir die Tiere langsam rüber dann zu unserem Hof. Solange wir hier eben noch Nahrung drin haben, damit wir die nicht verschwenden. Auf der anderen Seite produzieren die ja auch Milch. Das heißt, da werden wir dann auch ordentlich verkaufen können. So, die Schweine sind soweit, glaube ich, auch ganz glücklich. Ja, das tut's. Da ist genügend Material drin. Da müssen wir uns also in diesem Monat noch nicht drum kümmern. So, lass mich mal ganz kurz schauen. Wie weit ist jetzt er? Okay, da macht noch eine Bahn und dann gehen wir hier rüber und düngen dieses Feld. Genau, eine Bahn sollte noch reichen. So, er ist auch und hat auch noch genügend Material. Ja, ja, das ist gar kein Problem. Mit Spot Spraying braucht man auf jeden Fall nicht so viel Herbizid. Und was wir auf jeden Fall auch irgendwann mal machen müssen, denke ich, in den Wintermonaten, im Januar oder Februar oder so, ist mal ganz große Maschinenpflege. Ich schau mal gerade durch. Ja, da müssen einige Maschinen repariert werden. Er zum Beispiel hier auch. Ja, okay. Ja, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Hand anlegen, damit wir dann über den Winter hier wieder oder für die nächste Saison funktionsfähige Geräte haben, die zuverlässig auf den Feldern dann unterwegs sind. So, wie weit sind wir? Okay. Ja, da könnte man dann schnell mal ein Thumbnail machen. Dazu schalten wir mal die Hilfe aus. Diese Seite, das Licht ist, aber wir haben Schnee, das ist auch schön. So, dann machen wir doch schnell ein Foto. Dankeschön.
Sehr schön. So, wie weit sind wir? 85 gleich. So, da oben haben wir offen. Wie kriege ich denn das zu? Augenblick, da brauchen wir jetzt dann doch wieder die Hilfe. Kran? Nee, wir müssten doch das Ding da irgendwie zukriegen. Links? Nee, auch. Ach nee, da macht er, glaube ich, jetzt. Augenblick, was macht er denn da? Stopp mal. Ach, das ist, glaube ich, das Fahrzeug, ne? Ja, da hebt er dann vorne das Fahrzeug an. Das ist ja auch cool. So wie ein Muscle Car, so ein bisschen. Okay. Aber es fragt sich mich immer noch, wie kriegen wir jetzt die Dachluke zu, weil es schneit da rein. Das sind die Türen. Okay. Ach, das ist da. Und das Heckfenster kriegen wir jetzt auch nicht zu. Naja, okay. Wir sind voll. Wir bringen jetzt erstmal das Material weg. Dann müssen wir halt ein bisschen frieren. Das ist natürlich immer alles auf dem PC ein bisschen einfacher mit Maus und Simple IC. Da kann man dann alles schön auf- und zu machen und klappen und tun. Naja. So, wir werfen Material ein. Ich hätte doch gerne irgendwie die Dachluke zu. So. Ach, wir müssen natürlich... Okay. Die Türe. Die Türe und... Nee. Das war nur vorne hinten. Ah, da haben wir die Dachluke. Und das ist das Fenster. Das machen wir jetzt mal alles zu hier, ne? Ja, okay, jetzt ist klar. Ups, ups, ups. Ah, aber das passt. Ich glaube, den Kollegen wollten wir sowieso gerade einbremsen. Stopp. Weil, schauen wir mal. So, Precision. Ja, das passt, das passt. Dann können wir den Kollegen nämlich jetzt gerade übernehmen und bringen den rüber. So, wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt keinen mal zur BGA gefahren bin, um hier natürlich Gärreste nachzuladen. Ich lasse das natürlich jetzt gerade mal im Moment automatisiert sozusagen laden. Weil ist natürlich klar, hier auf dem Big Farm Projekt, wenn wir da alles selber abfahren oder selber machen, dann werden wir nicht fertig. Also müssen wir ja mit Helferunterstützung arbeiten, wo es auch nur geht, in Anführungszeichen. Aber wir werden schon ein bisschen auch selber machen. Zum Beispiel dieses Vorgewände. Und da haben wir ja gepflügt das Feld, weil da war ja Mais vorher drauf und dann muss man es pflügen. Das sage ich deswegen, weil wir ja in unserem Alpenprojekt auch so ein bisschen ein Thema haben mit dem Pflügen, dass das nicht angezeigt wird auf der Karte. Deswegen habe ich ein Feld angesät mit Mais. A, für unsere Schweine natürlich, weil die brauchen die Proteine. Spoiler für die Galgenberg. Und auf der anderen Seite wollte ich dann dadurch auch erzwingen und sehen, ob denn jetzt endlich dann auch auf der Galgenberg, nicht auf der Galgenberg, auf der Neu-Mini-Brunn dann auch jetzt angezeigt wird, dass er eben Pflügen erwartet. Ich habe da ein paar Felder gepflügt, aber das hat nicht allzu viel gebracht. Und wir haben gerade, was die Bodenbearbeitung angeht, kommen wir nicht dort über 50%. Also ihr seht, wir haben in dem anderen Projekt auch ein paar spannende Fragen und Geschichten. Genauso wie auf der Galgenberg. So, Entschuldigung. So wie auf der Galgenberg. Und da haben wir zum Beispiel das Thema auch mit dem Striegel, warum der
der Helfer den Striegel nicht dort einsetzt, wo wir das machen wollten. Und natürlich die Frage, ja, nach Food Plus, wie wir unsere Hühner richtig füttern. Aber diese Fragen werden alle im nächsten Livestream geklärt, der ja dienstags und freitags immer stattfindet, um 20:05 Uhr, um 20:30 Uhr hier bei mir auf dem Kanal. Immer für so circa 2 Stunden. So, das funktioniert auch sehr gut. Dann holen wir mal die restliche Silage, machen den Bunker leer. Und dann denke ich, sind wir auch wieder mal am Ende dieser Folge angelangt. Und wir werden dann früher oder später dann auch anfangen müssen, in den Verkauf zu gehen, damit wir nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen hier für unsere Projekte. Wir schauen mal ganz kurz, was haben wir denn eigentlich in den Silos? Weizen 62.000, da werden wir den besten Preis auch im Januar ungefähr erwirtschaften. Dann Gerste haben wir jede Menge. Auch da Dezember 360, da könnten wir sogar jetzt schon gleich loslegen, eventuell, so wie es aussieht. Ja, ja, da müssten wir jetzt loslegen. Johnson's Farmers Market, okay, 366, Getreidemühle geht nach unten sogar. Okay, so, Raps auch im November, Dezember 720. Oh je, da haben wir sogar schon ein bisschen den Termin verpasst. Ja, müssen wir uns mal Gedanken machen. Sonnenblumen im Februar 812 und dann haben wir natürlich den Mais hier, jede Menge Mais, auch da eher im Januar 461, im Juni ist interessant. Okay, das sind die Materialien, die wir verkaufen, das heißt mit Sicherheit, jetzt müsste der Bunker leer sein, oder? Der Bunker ist noch nicht ganz leer, da ist tatsächlich noch ein bisschen Material. Jetzt müssen wir da doch, glaube ich... Ach, jetzt holt er sich's anscheinend noch, oder? Nee. Dann müssen wir mal ein kleines bisschen fahren. Ja, das müssen wir aber, glaube ich, etwas anders machen, weil wir haben da ein Problem. So. So, greift er sich das da hinten jetzt noch? Okay, er greift es sich noch. Aber ob wir den Bunker leer bekommen oder nicht, das werden wir uns dann in der nächsten Folge ansehen. Und in der nächsten Folge werden wir auch ganz, ganz groß, wie gesagt, in das Thema Verkauf einsteigen. So, ich sage an der Stelle recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir steigen jetzt wieder ein bisschen vermehrt natürlich hier in unser Big Farm Projekt ein. Würde mich freuen, wenn ihr dazu dann auch wieder einschaltet. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge sage ich wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden Farmer.